und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Jetzt geht's los und zwar mit der Besprechung des Films Pelikanblut. Das scheint mir ein Film zu sein, der mich doch total erinnert an Systemsprenger. Da kenne ich jetzt auch nur den Trailer und weiß sonst nicht viel dazu zu sagen und ich wäre doch total überrascht, wenn in dem Fall Katharina, Max und Stu nicht auch ein bisschen was zu Systemsprenger zu sagen hatten und da vielleicht Vergleiche bei ihrer Besprechung gezogen haben. Es folgt die Besprechung zum Film Brave Mädchen tun das nicht. Das ist ein Film von Hanna und Jens besprochen. Ein Doppel, total toll. Ich glaube, der Trailer sagt mehr als 1000 Worte. Schaut da mal rein. Das ist wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Dabei viel Spaß. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Dokumentarfilms Freie Räume. Den haben wir schon vor einer halben Ewigkeit aufgezeichnet. Wir, das sind in dem Fall niemand Geringeres als Mo und Sven gewesen, die den Film für euch vorab sehen konnten. Ich wünsche euch total viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Das ist immer voll sinnvoll, wenn ihr uns zum Beispiel auch bei Social Media Plattformen teilt und so. Das kriegen dann noch vielleicht ein paar mehr Leute mit da draußen und das freut uns immer doch, wenn wir die Gelegenheit haben, unsere Hörendenschaft ein bisschen zu vergrößern. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Pelikan ist tot. Wir leben. Heute ein alter Hase. Stu, grüß dich. Hallo, und das war eine formidable Einleitung, lieber Max. Ich muss dich mal wieder loben. Ja, ich war auf der Moderationsschule und habe jetzt meinen Master gemacht. Ich bin jetzt Master of Moderating. Und deswegen freut es mich jetzt auch besonders, eine Neuzugängerin im Telestammtisch begrüßen zu dürfen mit einer dicken Fanfare. Hallo Katharina. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Was? Du freust dich? Ja. Ich hab von dir weiß ich leider überhaupt nichts. Das ist sehr traurig. Aber willst du vielleicht so ein, zwei Worte über dich verlieren, beziehungsweise ein bisschen was über deine filmische Historie? Meine Katze will übrigens auch was machen. Ja, ich heiße Katharina, ich mache das zum ersten Mal, weil ich habe einen Aufruf auf Twitter gesehen, dass Leute gesucht haben und dachte, es klingt eigentlich cool, weil ich gern und viel Film und Serien schaue und eigentlich auch oft das mit Freunden quatsch und so. Ja, ich habe eigentlich in der Schule haben wir damals Philadelphia geschaut und das hat mich so geflasht vom Film her, dass ich mir gedacht habe, ich will mehr und mehr Filme schauen und das hat sich irgendwie dann so ergeben. Wunderbar, höre ich da ein bisschen Österreich raus? Ja, ich komme aus Österreich, stimmt. Echt? Siehst du, solche Dinge musst du natürlich sagen. Ich bin ein großer Freund von Österreich, ja, natürlich auch wegen meiner Nähe zu Österreich, aber auch Stu und ich, wir lieben ja den österreichischen Film, gell? Das stimmt, wir haben letztens eine kleine Josef Harder Retrospektive gemacht. Ah ja. Und ja, gehört natürlich hier auch zum guten Ton, genauso wie der Pelikanblut von Katrin Gebbe. Die kennen wir aus Filmen wie zum Beispiel Tore tanzt. Also nicht aus, sie hat Tore tanzt gedreht, das war ihr Regiedebüt. Ich finde, sehr starker Film. Ja, ist es auch. Ist aber schon echt alt. Also dafür, dass das jetzt ihr zweiter Film ist, hat sie sich, keine Ahnung, 7, 8 Jahre Zeit gelassen. Mhm. Hat Pelikanblut jetzt mit Nina Hoss im Gepäck gedreht als starke Hauptdarstellerin. Ist schon 2019 im Rahmen des Filmfests Hamburg erst aufgeführt worden und dauert 121 Minuten. Und Stu, willst du uns mal erlösen? Erlösen, ja. Ich kann noch hinzufügen, dass er am 24. September in die deutschen Kinos kommen soll. Das wollte ich erst später sagen. Ach so, habe ich. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und fangen noch komplett neu an. Nein, im Film spielt Nina Hoss Wiebke, das ist eine Frau, hier steht in der Einleitung, dass sie 45 Jahre alt ist, sei es drum, und sie leitet so einen Reiterhof, so einen sehr idyllischen, wo die Polizei auch ihre Pferde trainiert und Wiebke hat eine Adoptivtochter, Nicolina, die ist 9 und die beiden verstehen sich prächtig und dann bekommt halt Wiebke die Chance, ein weiteres kleines Mädchen bei sich aufzunehmen, nämlich die 9-jährige Raja aus Bulgarien. Und das läuft am Anfang noch ganz okay.
Und mit zunehmender Zeit merkt man und auch Wiebke merkt, dass dieses Mädchen nicht zu vergleichen ist mit Nicolina. Das Mädchen ist aggressiv, stur, bockig, stößt brutalste Drohungen aus. Und Wiebke will aber nicht von diesem Kind lassen, möchte dieses Kind halt, ich nehme mal diesen falschen Begriff heilen und verbaut sich da einiges. Das ist im Grunde so die grobe Handlung von Pelikanblut. Systemsprenger ist immer in einem Atemzug mit diesem Film irgendwie genannt worden, wenn ich irgendwas gelesen habe. Ja. Erste Frage, kennt ihr Systemsprenger? Ja, ich habe Systemsprenger gesehen. Okay, wunderbar. Stu brauche ich gar nicht fragen, der... Ich könnte noch sagen, dass Systemsprenger aktuell bei Netflix zu sehen ist. Und wer ihn nicht kennt, sollte ihn gucken. Ja, stimmt, ja. Da habe ich ihn auch geschaut. Würdet ihr dem zustimmen, dass Pelikanblut und Systemsprenger etwas miteinander zu tun haben? Und wenn ja, in welcher Form, Katharina? Also thematisch auf jeden Fall. Es geht irgendwie um Kinder, die schwer erziehbar sind, beziehungsweise sich nicht erziehen lassen oder was auch immer. Aber rein auch vom Setting her und von... wie es aufgegriffen wird, finde ich, dass sie schon zwei komplett unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Auf der einen Seite Pelikanblut hat halt die Mutter, die versucht, dieses Kind zu heilen, aber was auch irgendwie völlig hoffnungslos ist, auch noch so dargestellt wird. Und bei Systemsprenger geht es eher um das System, was halt das Kind gefallen ist und das dort versagt. Also ich finde, rein thematisch so mit den Kindern schon, aber die Ansatzpunkte und Angriffspunkte sind komplett unterschiedlich, finde ich. Kann ich nur beipflichten. Ja. Also was mir jetzt bei Pelikanblut echt aufgefallen ist, gleich so in den ersten Minuten echt eine gute Kameraarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber ich wusste am Anfang ehrlich gesagt gar nicht, um was es geht. Der Film, der ist ja relativ ruhig und ich finde, der baut sich über die 121 Minuten, also der braucht schon ein bisschen, bis er irgendwie zum Thema kommt. Ich muss jetzt gleich mal ein bisschen rauskommen damit. Systemsprenger ist ein Film, also ich mag solche Filme eigentlich gerne. Ich mag Filme, die viel mit Problemkindern oder mit problematischen Familiensituationen zu tun haben. Und aus irgendeinem Grund hat mich Pelikanblut nicht erreicht. Und zwar weiß ich nicht, woran es liegt. Mir gefällt die Kameraarbeit, ich finde die Regiearbeit gut und ich finde auch die Schauspieler super. Aber irgendwas an diesem Film stinkt. Aber das ist und lustig. Ich weiß nicht. Ja, bei mir ist genau umgekehrt. Ich habe auch Systemsprenger geschaut und ich mag solche Filme eigentlich nicht so. Also das ist eigentlich nicht so meine Thematik, aber mir hat Systemsprenger total gut gefallen und mir hat auch Pelikanblut ist total gut gefallen. Also ich würde das Thema Sprenger bevorzugen, ganz klar. Aber ich fand jetzt auch Pelikanblut sehr gut. Vielleicht liegt es einfach daran, Max, weil Pelikanblut dich ja schon im Dunkeln lässt, was mit dieser Adoptivtochter los ist. Und gegen Ende nimmt der Film ja schon eine Richtung ein, die durchaus was von einem Gruselfilm hat. Es gab sogar Momente, wo ich dachte, komm, macht der jetzt einen auf der Babadook? Ja, aber wenn es dann so weit gekommen wäre, ich meine, Katharina, kennst du den Babadook? Nur vom Namen her, ich habe ihn nie gesehen. Ja, weil das ist ja auch einer meiner Lieblingshorrorfilme, zumindest der modernen, weil es halt psychologischer Horror ist, ne? Und ich finde das echt sehr komisch, dass mich Pelikanblut deswegen auch nicht gegriffen hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Raya auch... Also so ging es mir auch immer so ein bisschen fernbleibt, weil die Benny aus Systemcrasher, du bist ja an der immer ganz nah dran, ja? Mhm. Und diese Raya bleibt ja auch, ich sag mal, mysteriös. Und in Pelikanblut hatte ich das Gefühl, geht es halt wirklich mehr auf darum, wie sich diese Wiebke so in ihrer Mutterrolle verliert und wirklich sich von innen nach außen verzehrt quasi. Ja. Die macht ja damit quasi ihr ganzes Leben kaputt. Weißt du, ich habe mit, wo du es gerade ansprichst, mit Benny habe ich echt gut irgendwie mitleiden können. Weißt du, sie ist mir zwar auf die Nerven gegangen, tierisch. Das sollte sie. Aber irgendwie habe ich sie auch lieb gehabt. Weißt du, ich habe mir gedacht, das ist ein schlimmes Kind. Aber wenn es ein Kind gibt, das mir das Nasenbein bricht, dann soll es Benny sein. Und bei Raya, die ging mir irgendwie echt nur auf den Keks. Das ist schon angefangen mit dieser Szene da beim Essen, wo sie eigentlich, ich glaube, das war das erste Mal, wo sie ein bisschen so Verhaltensauffälligkeiten zeigte. Wo sie Essen in die Milch geschmissen hat und alles. Genau. Ja.
Und da habe ich schon gedacht, du Balk, mach das jetzt ja nicht 90 Minuten, sonst versaust du mir meinen Abend. Gut, sie hat es ein bisschen durchgezogen, muss ich dann sagen. Ja, gut. Aber wie es du schon sagte, der Film nimmt ja dann eine andere Wendung. Katharina, willst du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen, ohne großartig zu spoilern? Ohne großartig zu spoilern, okay. Ja, das ist die Aufgabe. Sag auf gar keinen Fall, dass Mutanten-Menschen vorkommen. Die Aliens auch nicht? Nein, keine Aliens. Es nimmt, also das Ganze nimmt eine mystische Wendung an, nehmen wir es so. Und vielleicht auch bisschen was Übernatürliches dann, ohne da jetzt zu viel zu sagen, aber es wurde ja immer schon ein bisschen angedeutet. Ich habe nichts über den Film gewusst, bevor ich ihn geschaut, ich habe nur einen Trailer gesehen und ich war dann schon ein bisschen überrascht, dass es in die Richtung geht, aber ich fand das dann, es hat mich dann doch mehr gepackt, als ich dachte am Anfang, wie das alles so andeutet hat. Also ich habe das so verstanden, dass der Film, er versucht kein Horrorfilm zu, also wie soll ich es ausdrücken, es gibt einige Szenen, die definitiv aus dem Horrorfilm stammen könnten, aber für mich hat sich das dann so aufgelöst, dass es dann kein richtiger Horrorfilm ist, sondern dass er damit mehr transportiert hat, welchen Horror gerade die Wiebke durchmacht. Die ja wirklich dann gegen Ende auch in Sachen dann plötzlich ihre Hoffnung setzt, wo jeder normale Mensch sich denkt, sagt so, nee, so ein Blödsinn, ne? Aber sie nimmt halt alles, sie greift zu jedem Strohhalm, weil sie halt unbedingt dieses Kind retten möchte, ihr helfen möchte, eine gute Mutter sein. Und das Perfide ist ja, dass sie dabei komplett ignoriert, dass sie ja damit ihre Beziehung zu der anderen Adoptivtochter, dieser Nicolina, sowie ihr komplettes Privat- und Berufsleben wirklich komplett gegen die Wand fährt. Ja, das, was mir so auffällt, ist, der ganze Film ist halt auch durchgehend einfach hoffnungslos eigentlich, weil sobald auch nur ein Fünkchen Hoffnung wieder da ist, zum Beispiel das mit dem Pferd, mit Top Gun, dass diese Prüfung besteht und so. Sobald da ein Fünkchen Hoffnung wieder da ist, dass irgendwas gut gehen könnte, wird es sofort wieder zunichte gemacht. Ja. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film wirklich durch. Ich muss auch sagen, zu Beginn, als diese Pferdeszene halt kam, dachte ich mir sofort, okay, also mit dieser einen Szene, mit dieser Pferdeszene, macht die Regisseurin jetzt schon klar, Leute, macht euch hier keine Hoffnung, das wird böse enden. Meinst du jetzt ganz zu Beginn oder wie? Genau, also sie trainiert ja diese Pferde für diese Polizei und dann hat sie halt dieses Pferd Top Gun über diese Polizei. Diese Polizei, ja. Ja, Mensch, diese Polizei, ja. Und trainiert halt diese Pferde und eines dieser Pferde macht halt keine richtigen Fortschritte und Wiebke sagt halt so, nee, ich mach das, kein Problem, ich mach das. Und du weißt in dem Moment schon, okay, die macht es nicht. Nee, also dieses Pferd steht ja quasi auch wirklich für Wiebke oder auch für diese Raya. Ne? Also das fand ich, also eins muss man sagen, der Film ist nicht subtil. Ja, ja. Das stimmt. Ne? Aber trotz allem hat mir das doch ganz gut gefallen. Und ich gebe dir auch recht, Max, die 2 Stunden, die merkst du, ist jetzt kein kurzweiliger Film, aber ist jetzt auch kein Film, bei dem ich auf die Uhr gucke und mir denke so, oh Leute, noch 30 Minuten. Jetzt nee, das war er nicht. Ne? Das würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber ich habe ihn halt Mittwochabend irgendwie gesehen und wahrscheinlich echt auch in dieser absolut falschen, Montagabend, in komplett falschen Stimmung, nämlich müde. Und wenn du müde bist und diesen Film guckst, dann wartest du, ich weiß nicht, keine Ahnung, die Bilder sind halt super schön. Weißt du, das hat mich irgendwie mehr durch den Film getragen als jetzt die Story an sich. Es ist immer schlecht, wenn der Rezensent sagt, so, wow, die Bilder waren halt schön, ne? Nee, das soll jetzt aber gar nichts Negatives sein. Ich meine, da gab's ein paar so Bilder, wo dann dieses Pferd in so einer komischen, was war das, Infrarotleuchtstall, irgendwas drin. Das hat mir schon immer gut gefallen, dieses Farbspiel zwischen Rot und Blau. Und dann auch, finde ich, hat die gute Frau Gebbe es besser geschafft, als Inception Schnee gut aussehen zu lassen. Also von dem her, ich wüsste gar nicht, was ich an diesem Film kritisieren sollte, außer dem Film selbst. Ich finde auch die eine Szene in der Nacht, dieses Pferd in diesem Nebel stehen und sie das so streicheln, die fand ich auch wunderschön. Mit dem Nebel um das Pferd herum und so, die hat mir auch gut gefallen. Also optisch ist der Film wirklich schön.
Ohne dabei aber zu sehr nach Hochglanz auszusehen, finde ich. Hm. Also der hat noch ja genau so was Naturalistisches, noch sowas. Ich finde, der hat ein bisschen wie die Hereditary ausgesehen. An manchen Stellen. Gab es ja auch so eine Szene mit so einem Miniaturhaus? Ein Puppenhaus. Ein Puppenhaus, meine ich, ja. Ja. Hm. Ja. Ja, da, ich meine, gut, ich war müde. Keine Details, bitte. Ja, also das muss man sagen, Pelikanblut ist kein Montagabendsfilm. Ich würde ihn eher so auf Donnerstagnachmittag verorten. Ja, oder Freitag früh. Oder Freitag früh. Papelitzki beim Frühshoppen. Das ist genau das Ding, das man sich antun muss. Ja, gut. Wollen wir noch kurz auf Nina Hoss und die kleinen Kinder eingehen? Oder lassen Sie erst darauf eingehen, dann habe ich danach noch eine Frage an euch. Okay, bitte. Ich will jetzt Nina Hoss loben. Die ist eine gute deutsche Schauspielerin. Punkt. Und die beweist das immer wieder. Und ich bin sehr froh, dass es Nina Hoss gibt. Wenn Nina Hoss auf einem Pferd reitet, ist sie denn Nina Ross? Oder Diane Ross. Okay. Nina Hoss, großartig. Hoss. Mal wieder, ja. Gott, noch blöder. War die nicht mal Teil von Bonanza? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gab es nicht auch einen Hoss? Doch, klar, es gab bei Bonanza, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie hieß der Hoss bei Bonanza? Das ist absolut nicht meine Rede, ich habe keine Ahnung, was ihr redet, aber es ist okay. Ja, du sollst das ja auch nicht in die Kommentare schreiben, aber du sollst deine österreichischen Vorfahren und Freunde dazu anleiten, dass sie ja Kommentarfunktionen nutzen, denn das mögen wir. Entschuldigung, ich glaube, wir haben jetzt den Faden verloren. Also, Nina Hoss, hoch zu Ross. Was sagt das Du? Das Du sagt, Nina Hoss ist eine der besten deutschen Schauspielerinnen, die wir haben. Und das hat sie hier wieder unter Beweis gestellt. Punkt. Ja. Ich frage mich ehrlich gesagt eh immer, das war doch sicher eine unglaublich kleine Produktion, oder? Schauen wir mal, Filmförderung, so eine halbe Million Filmförderung bekommen. Also sie war größer als Tore tanzt. Und ich muss dann auch sagen, der Film ist schon verstörend, aber Tore tanzt haut da nochmal kräftiger drauf. Ja gut, die Leute werden doch immer ein bisschen ruhiger mit der Zeit. Alles ja, weicher. Eben, die trauen sich außer halt nichts mehr. Weil dann Max und das Du, alles weicher. Genau, genau, wir sind Harteier. Aber Nina Hoss spielt halt in solchen kleinen Sachen dann auch mit, weißt du, das finde ich halt ganz gut. Jetzt zu den Kindern, Katharina. Also die Kleine, die Raya gespielt hat, die war unglaublich, wie sie auch diese Anfälle und diese Attacken gespielt hat, das war echt Hut ab. Und ich fand auch die Große, also die Nikki fand ich auch, es gibt diese eine Szene, die ist mir im Gedächtnis geblieben, wo sie vor der Raya im Zimmer stehen und die Nikki fragt sie, also ihre Mutter, ob sie Angst hat. Ich weiß nicht warum, aber die Szene ist mir so in Erinnerung geblieben, die fand ich so heftig. Also die zwei Kinder waren auch echt sehr, sehr gut. Was ich auch schön fand bei dieser Nicolina oder Niki, die hat ja immer diesen Stoffhasen. Und der Film erklärt ja nicht so richtig, warum sie auf diesen Stoffhasen so fixiert ist. Und dann passiert halt mal was mit dem Stoffhasen, etwas, was mit Flammen zu tun hat. Das war auch eine starke Szene. Da hat mir das Mädchen richtig leid. Ja. Das stimmt, ja. Oder auch, wo die Mutter diesen Zusammenbruch in der Reiterhalle hat und sie dann bei ihrer Mutter sitzt und sie so streichelt und irgendwie versucht, sich aufzupassen und die Raya mit dem Bobbycar durchs Wohnzimmer fährt. Okay, ich schaue mir den echt nochmal an. Ich schaue mir den nochmal an, wenn ich gut gelaunt bin und sag, komm Film, zerstör meine Laune, aber ich bin wach, sowas in der Art. Stu, du wolltest noch irgendwas sagen, was den Film vorantreibt? Das Gespräch. Der Film wurde jetzt halt, wie ich schon am Anfang erwähnt, immer wieder mit Systemsprenger verglichen, aber auch immer wieder wurde gesagt, Systemsprenger trifft Horrorfilm. Und ich glaube, dass dieser Film es sehr schwer haben wird, eine Zuschauerschaft zu finden. Weil ich glaube, wenn du halt so ein richtiges realitätsnahes Drama haben willst, wie Systemsprenger, wirst du vom Kopf gestoßen. Wenn du einen Horrorfilm haben willst, sei es jetzt psychologisch oder nicht, glaube ich, wirst du auch ein bisschen vom Kopf gestoßen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Film in so einer Spalte steht. Was ich total interessant finde, aber ich glaube, er wird es schwer haben. Ich meine, der Film, der hat ja eine Sache, hat er definitiv, das habe sogar ich in meinem Zustand dann festgestellt, dass der irgendwie mal so einen Bruch in der Mitte hat, oder? Oder? Ja, schon. Also, wenn sie das erste Mal diese Kreaturen so erwähnt, da fängt das schon an, sich alles ein bisschen zu ändern, dann finde ich. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das ja genau diese Spalte, die man mögen muss.
Das, ja, also aber weißt du, für wen empfiehlt man den? Ich würde sagen, wer den Babadook, Systemsprenger und auch diesen Let's Talk About Kevin mochte, ich glaube, der sollte oder die sollte dann auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, definitiv. Und überhaupt sollte man solche Filme ja eben unterstützen. Ich meine, wir wissen ja, was mit der deutschen Filmförderung sonst gerne angestellt wird, ne? Ja, also die 500.000, die war auf jeden Fall gut investiert. Also da sind wir uns einig. Ja, auf jeden Fall. Und wir sind uns auch einig, dass da die Katharina mehr gar nicht zu sagen, die kommt aus Österreich. So. Warum? Ach so. Ja, deutsche Filmförderung. Aber wie ist denn das in Österreich überhaupt mit der Filmförderung? Keine Ahnung. Wie kriegt der Josef Hader seine Filme gefördert? Ich glaube, oder stellt sich der mit so einem Bimmerl an die Ecke und sagt, genau, bitte. Am Prater und dann. Der bettelt am Prater, genau. Wenn er 1 Million Schilling oder vom Stephansdom. Oh, gut, okay. Kenne ich. Dann mache ich jetzt hier mal Ende. Aber natürlich, ohne Fazit lasse ich hier niemanden gehen. Verdammt. Außer ihr wollt keins geben. Könnt ihr gehen. Ja, ist halt das erste Mal für die Katharina und die muss es ja auch lernen. Ne? Deswegen wäre es jetzt, wenn wir jetzt kein Fazit machen. Ne? Okay, also folgende Punktewertung gibt es. 1 bis 5. Wobei 5 für gut steht und 1 für nicht so gut. Ach was. Ich dachte immer, 1 steht für herausragend und 5 steht für mittelmäßig und 2 und 3 warum, so. Warum ist es eigentlich immer 1 bis 5? Weißt du, bloß weil die Leute auf so komische Abstände abfahren. Wieso macht man nicht nur das 1 in 0,01 Abständen? Oder ist ja viel handlicher. Ja, ich weiß nicht. Ich habe am Anfang, also bei meiner allerersten Besprechung, wurde mir auch erlaubt, ganz komische, krude Nachkommastellen zu geben. Das verbiete ich dir. Okay. Wobei doch, 0,5er Schritte sind erlaubt. Ja, ja, 0,5er Schritte sind erlaubt. Aber gut, okay, dann. Ja, Katharina, schieß mal los. Ich hätte eine 3 bis 3,5. Eher 3, nein, eher 3,5. Also, ich war schon überrascht und er hat mir erstaunlich gut gefallen, also eher 3,5. In welchem Zustand hast du ihn geguckt? Wie müde? Von 1 bis 5? Es ging, aber also wenn 5 sehr müde und 1 nach Koffeinzufuhr ist, dann eher so 3 auch. Irgendwas in der Mitte. Okay, also es ist ein durchwegs mittelloser Film. Ja. Stu, deine geneigte, nee, warte mal, deine, wie nennt man das? Expertise? Deine bescheidene Meinung, okay. Jetzt. Ich habe geschwankt so zwischen 3,5 und 4. Ich gebe jetzt aber doch 4, weil der wirklich bei mir lange nachgewirkt hat. Also Systemsprenger, wenn man sie wirklich direkt miteinander vergleichen müsste oder würde, ist Systemsprenger für mich klar der bessere Film, aber das wäre ja Schwachsinn, die jetzt wirklich zu vergleichen. Es ist ein unglaublich schöner Film, ein verstörender Film, ein sehr kraftvoller Film, gut gespielt und definitiv ein Blick wert, deswegen sage ich 4 von 5. Okay, gut. Ja, ich muss ja auch noch. Also eigentlich würde ich, vor der Besprechung hätte ich gesagt, okay, muss ich eine 2,5 geben, weil mehr hat er in mir nicht erreicht. Aber ich bin ja fair. Und ich bin ja Kritiker durch und durch. Ach so, Bayer. Und das bin ich auch. Ich weiß nur nicht, ob ich lieber Kritiker oder Bayer bin. Aber der Kritiker, also der Bayer gibt 2,5, der Kritiker gibt ihm auch eine 4, weil ich durchaus sehe, dass der Film halt einfach saugut ist. Punkt. Da, ich glaube, mit ein bisschen, man weiß halt, es ist halt alles perfekt, was, also die perfekt im Sinne von die ach, Katharina, das jetzt war das, jetzt habe ich einen Schlaganfall. Nee. Der Film hat der hat ja keine bildlichen Mängel und nichts. Und auch die Erzählung ist ja ganz gut. Der Film kann halt nichts dafür, dass so ein Honk wie ich den anschauen muss und danach dann beurteilt. Und von dem her kriegt von mir auf jeden Fall noch eine 2. Stunde. Gesundheit. Danke. Und deswegen gebe ich eine 4. Ja, eine Warnung noch. Ich habe eine Bekannte, die große Pferdefreundin ist. Ja. Wer Pferde wirklich richtig toll findet, sollte diesen Film vielleicht besser nicht gucken. Naja, gut, okay, doch, stimmt. Ja, den Pferden wird übel mitgespielt.
Wobei als Kontrastprogramm zu Baby und Tina wäre es doch super. Ja, gibt, ich habe mal gehört, vielleicht gibt es den im Double Feature. Ja. Obwohl, die Erwachsenen schauen Bibi und Tina und die Kinder schauen Pelikanblut. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und gebe die letzten Töne an euch beide weiter. Dann breche ich nach vorne und sage vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Katharina und Max für die schöne Besprechung. Guckt euch den Film an und ich sage tschüss und Katharina, the stage is yours. Ich sage auch noch danke und hat mir viel Spaß gemacht und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Ich bin Hanna und ich habe heute bei mir den Jens. Hi. Hallo Jens. Wir haben uns heute einmal den Film angeguckt, Brave Mädchen tun das nicht, auf Englisch A Nice Girl Like You. Ich erzähle euch kurz einmal ein paar Metadaten, danach geht's weiter mit der Story vom Jens. Und dann schauen wir mal, wie der Film uns so gefallen hat. Also, der Film ist gemacht, die Director sind Chris Riddell und Nick Riddell. Ich habe noch niemals von den Jungs gehört, die scheinen ja einen YouTube-Account zu haben, The Brothers Riddell. Oder Real, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, sehen auf jeden Fall sehr sympathisch aus. Und die haben den Film gemacht. Der Film kommt nächsten Donnerstag in die Kinos am 24. September. Die Schauspieler sind unter anderem Lucy Hale, Mindy Cohn und Stephen Friedrich. Der Film geht 94 Minuten lang und wurde in Amerika gedreht. Nächsten Donnerstag in die Kinos, oder nicht? Genau, das habe ich schon gesagt. Gut, soll ich mal erzählen, was so passiert im Großen und Ganzen? Ja. Ich probiere mal nichts zu spoilern, also so ein bisschen was muss ich natürlich vorwegnehmen. Es geht um die Protagonistin Lucy, die ist Violinistin in einem Klassikquartett, nehme ich an, in einem Streicherquartett. Und die trennt sich am Anfang von ihrem Freund, weil sich so ein bisschen rausstellt, dass sie eigentlich mal das Gefühl asexuell ist oder keinen Spaß hat an Sex und erwischt dann ihren Freund dabei, wie er sich Pornos anschaut und er erwischt sie wiederum, wie sie an Einkaufslisten denkt beim Geschlechtsverkehr und dann trennen sie sich eben und damit, das ist so ein bisschen der Start vom Film. Und sie hat so als ihre bisschen Marotte, dass sie sich immer so Listen hat und Post-its und sich damit eben so durch ihr Leben hangelt und wir begleiten sie dann so ein bisschen, wie sie gemeinsam mit ihrem Quartett da eben, wie diese auffangen und dann sie macht sich so eine Liste, wie sie eben ein bisschen aufgeschlossener gegenüber Pornografie und Sexualität werden kann. Ja, und das wird dann so abgearbeitet, diese Liste. Das ist so im Groben und Ganzen, was passiert. Und wie sie dabei die große Liebe findet oder auch nicht, wer weiß. Alles klar, gut. Wie hat der Film dir gefallen, Jens? Fürchterlich. Also ich fand ihn ganz, ganz, ganz furchtbar. Also ich habe währenddessen, ich habe nach 10 Minuten gemerkt, dass ich da also nicht nur nicht die Zielgruppe bin, sondern dass der halt genau eine Zielgruppe die sich mit dieser Hauptfigur identifizieren soll, gemacht ist und das auch nicht so richtig gut. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz nischige Comedy, wenn man es dann Comedy nennen will. Und was ich zum Beispiel auch furchtbar fand, also wenn man jetzt komplett mal die alle Geschlechterrollen umdrehen würde, dann hätte man da so einen 90s-Comedy-Film, so à la Roadtrip oder American Pie-Fortsetzung. Mhm. Also, ja, keine Ahnung, würde ich mir auf gar keinen Fall nochmal angucken. Aber ich denke, wenn man halt tatsächlich die Zielgruppe ist, dann ist es wahrscheinlich irgendwie doch auch ganz nett. Also so, aber ich nehme an, vielleicht so ein bisschen, wer die Til Schweiger-Filme gut fand, diese Keine-Ohrhasen und so, das ist ungefähr, das nehme ich an. Ja. Also wie fandst du denn? Entschuldigung, das war halt also ganz ehrlich jetzt meine Meinung schon mal. Also ich muss sagen, objektiv betrachtet war es jetzt nicht hundertprozentig mein Fall. Aber ich muss sagen, ich habe den Film mit jemand anders zusammen geguckt und einer Flasche Wein. Und es ist einfach ein guter Mädelsabendfilm. Du guckst dir diesen Film an, du quatscht nebenbei ein bisschen. Es ist halt kein Film, auf den du dich 100% konzentrierst, weil die Story so packend ist oder alles so super spannend. Nee, das ist ein guter Film, der irgendwie so im Hintergrund läuft, wo dann aber auch immer mal Themen kommen, über die du dich dann mit der Person, mit der du das guckst, unterhalten kannst. So, oh ja, warst du schon mal in einem Sexshop oder so? Und das ist halt so ein super Film für Gesellschaft und für Alkohol. Conversation Starter, so, ja. Ja, also
Kann man aber, sich auf jeden Fall angucken, aber jetzt nicht also so halt, also alleine. Tatsächlich, aber, also ohne sexistisch klingen zu wollen, aber das ist, glaube ich, eher, die Zielgruppe ist deutlich eher auf weibliche Audiences abgestimmt, würde ich sagen, oder keine Ahnung. Ja, das kann man jetzt heute auch nicht so stehen lassen, aber... Ich weiß schon, wie du es meinst. Wer so Sylvester Stallone gut findet, wird es damit nicht so viel Spaß haben, sagen wir es mal so rum. Ja, das definitiv nicht. Man darf sich über diesen Film auch wirklich nicht so viele Gedanken machen. Ja, ich hatte wirklich viele Momente, wo ich so von der Story her dachte so, oh, ist das jetzt euer Ernst? Ich meine, ich habe es dann akzeptiert, weil es war halt so ein bisschen lustig, Larifari nebenbei. Aber es hat so viel keinen Sinn gemacht und ich hatte so viele Momente, wo ich einfach nur so dieses unangenehme Cringe-Gefühl hatte, dass ich ja, so genau, dachte, genau. Oh, no. Shit, no. Und ich fand auch zum Beispiel, das wollte ich auch noch sagen, die männliche Hauptrolle, die fand ich auch so richtig, das ist genau das, was man jetzt einem sexistischen Film vorwerfen würde, wenn das eine Frau wäre und praktisch halt der Hauptdarsteller ein Mann. Und das ist irgendwie seine Freundin wäre, der ist praktisch überhaupt keine, der ist komplett unrealistisch geschrieben, der hat so gar keine eigene Meinung, der passt das so perfekte Story-Instrument, das halt immer weitergeht und irgendwie, also richtig so, flacher Charakter einfach. Ja, was alles so passiert, also wenn man das jetzt, wenn das einem wirklich passieren würde, der wäre nach einem einzigen von diesen Punkten wahrscheinlich weg. Ja. Und so, also das ist auch so komplett verständnisvoll für alles und am Ende ist er dann doch noch da und der Prinz und holt sie ab, so ungefähr. Also das fand ich echt sehr unrealistisch geschrieben. Es gibt mir auch, also es gibt mir zu viele Zufälle, wo sie sich dann doch noch treffen und bliblablub, wo du dir so denkst, nee, irgendwie, ja, nee. Irgendwie kriegt das ja raus oder ist so eine Szene, dass er dann denkt, sie wäre Porno besessen, weil sie halt überall so Dildos hat und eine Sexschaukel und hast sie nicht gesehen, Magazine rumliegen halt. Und dann haut er es mal ab, aber dann dachte ich auch so, aber bei all diesen Punkten, also im Sexshop und wo sie überall sind, da ist er auch immer so zufällig halt, genau, also wie du sagst, so. Also entweder ist es so ein Stalker, das ist so sein Ding, oder so eine hidden Story hinter der Story, keine Ahnung, nee. Es ist auch so, dass der Film irgendwie so das Ganze glorifiziert, so als könnte man ohne Sex gar nicht glücklich sein. Ich meine, es ist quasi ein Film das über eine sexuelle Revolution, das kann man so sagen. Ja, oder ich so mein, sexuelle Erwachung oder genau. Feministische Selbsterfahrung und so weiter. Aber das fand ich, hat der Trailer auch gar nicht suggeriert. Ich dachte eher, es geht um einen Film, wo halt tatsächlich jetzt mal jemand charakterisiert wird, der asexuell ist halt. Und wie die sich dann vielleicht fühlt in so einer, wenn die bombardiert wird mit Pornowerbung oder mit so zum Beispiel Kosmetikprodukte, finde ich immer auch sehr sexistisch beworben oder so. Das dachte ich tatsächlich vom Trailer eher, dass das so ein bisschen die Story wäre. Und das ist ja überhaupt nicht. Okay, nee, das dachte ich beim Trailer nicht. Ich habe gedacht, das ist halt, einfach so lustig einfach. Ja, das war es ja im Endeffekt auch. Aber ich dachte tatsächlich irgendwie so, also ich hatte mehr erwartet irgendwie. Ja, es fehlt halt auch irgendwie die Gegenüberstellung zu jemandem, der nicht so krass auf dem Sexdrive ist und halt normal, also so, weil sie ja wirklich in dem Film sehr viel macht und sehr übertreibt. Ja. Ja, naja, also so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber halt, aber im Endeffekt, wenn man praktisch vom Start ausgeht, wo sie praktisch sich von ihrem Freund trennt wegen den Pornos und so, oder er sich von ihr, und im Endeffekt da, wo sie am Ende landet, so, dass sie halt völlig alles, also sexuell offen ist und über alles reden kann und so weiter und auch Sex hat, aus ihrer Perspektive am Ende ist ja praktisch ihre Anfangsperspektive falsch gewesen. Und dann hat ja eigentlich ihr Boyfriend recht gehabt, wenn man es jetzt mal so von der Logik her. Das fand ich halt so auch die, also wo es dann hingegangen ist, so das Finale fand ich dann ein bisschen schräg. Also so. Ja, es war alles. Es ja, war alles schräg. Ich habe mir einfach was anderes vorgestellt. Ja, wie gesagt, man kann es machen, aber. Ich fand auch bei YouTube war noch, das wollte ich noch kurz erwähnen, da war ein schöner Top-Kommentar unter dem Trailer ist, wow, ihr habt eine asexuelle Repräsentation haben können und da ging sie dahin mit 101 Likes und ich glaube, der nächste Post hat irgendwie 9 Likes oder sowas. Und das meine ich halt, das, also ja, da hätten wir vielleicht 2020 einen cooleren Film machen können, aber ja, passt schon, wie gesagt, ich werde mit dem Film nicht mehr warm, aber für wen es gemacht ist, dem wird es wahrscheinlich Spaß machen. Ja, mit einer Flasche Sekt und ein paar Mädels. Ja, genau, genau. Ich glaube, dann würde ich mir vielleicht auch sogar dabei angucken. Jens, wie wollen wir es machen? Was wollen wir für den Film vergeben? Irgendwie habe ich das Gefühl... Irgendwie Sektgläser, Prosecco-Gläser, Rosen, keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, wir nehmen Sextoys, aber dann kommst du mit Rosen. Natürlich. Bei diesem Film kommst du mit Rosen. Ich bin fassungslos. Das ist immer so.
Dann, was machen wir? Rose, ist doch netter jetzt. Rose, okay, romantische Schiene, alles klar. Genau. Gut, also dann vergeben wir Rosen 0 bis 5. Wie viele gibst du der lieber Bachelor? Also ich finde ihn nicht, wie gesagt, also er ist prinzipiell nicht furchtbar gemacht, handwerklich alles in Ordnung. Der Soundtrack fand ich auch nicht so toll. Die Story fand ich ganz furchtbar und so, aber ich würde trotzdem Fairness halber sagen, ist eine gute Produktion. 2 von 5 Rosen meinetwegen. Okay, also gehe ich ziemlich konform mit dir. Ich fand auch das Bild echt gut gemacht. Ich finde halt diese amerikanische Art zu filmen wirklich fast immer echt schön. Ja, es ist einfach, die Schauspielerin ist einfach eine hübsche. Man kann, auch wenn man den Film nicht gut findet, die Lucy ist einfach eine hübsche. Man kann sie den ganzen Film angucken und sich drüber freuen. Wie gesagt, sie trägt es schon irgendwie noch so halbwegs, sie trägt, dass es gut halt geht. Ich wäre auch dabei und würde auch 2 Rosen vergeben. Na, da sind wir uns doch einig, das ist doch schön. Ja. Alles klar, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, dann gehen wir mal wieder ab in die Zentrale und nettes Gespräch, gerne wieder. Alles klar. Dann sage ich mal Ciao, Kakao. Ciao. Herzlich willkommen zum Telestammtisch mit einem lauten Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Heute besprechen wir, das sind der Mo. Hallo. Und ich, der Sven, hallo. Die Dokumentation Freie Räume von 2019. Die Dokumentation geht 102 Minuten und der Regisseur ist der Tobias Frind. Zum Inhalt wird uns der Mo etwas erzählen. Ja, beleuchtet wird hier der Aufbruch der Jugendzentrumsbewegung in den frühen 70er Jahre. Eine politische Bewegung, die dazu geführt hat, sich mit selbstverwalteten Jugendzentren freie Räume zu schaffen, in denen eben die Jugendlichen in den Straßen, in den Großstädten Möglichkeiten haben, sich frei entfalten zu lassen, Kunst zu machen, Musik zu machen, sich kennenzulernen, aber auch damals schon mit dem Migrationsgedanken zu arbeiten. Und das wird von den Anfängen her beleuchtet mit ein paar wichtigen Protagonisten der Szene. Genau. Eingestreut werden als teilweise auch noch Schwarz-Weiß-Einblendungen oder halt die älteren Filmchen aus den 70ern. Chronologisch aufgebaut ist es. Es springt ab und zu mal ein bisschen zwischen Neuzeit und Vergangenheit hin und her. Wir haben die 4 Protagonisten, die erzählen. Ja, was findest du an einem Jutz sinnvoll? Ja, ein Jugendzentrum generell, da wo ich aufgewachsen bin, hatten wir auch ein Jugendzentrum. Und das hat sich auch auf die Fahne geschrieben, einfach jeden Tag für eine breite Masse Dinge anzubieten. Also wir hatten Malkurse, wir hatten Töpfern, wir hatten Dartspielen, Billard. In meiner Jugendzeit gab es Breakdance, da hatten wir sogar jemanden, der uns Breakdancen beigebracht hat. Und so wusstest du, ich komme aus einem sehr kleinen Ort, da gibt es diese eine Anlaufstelle, da kannst du jeden Tag hingehen und hast im Grunde einen sicheren Anlaufhafen, um dich zu beschäftigen, um zu kommunizieren, um sozial sein zu lernen, denn das lernst du dabei, ganz klar. Und halt eben dann auch noch deine Fähigkeiten zu entdecken. Also ich fand's super und wir haben das als Kinder jeden Tag genutzt. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ich finde halt auch, dass es wichtig ist, dass du einfach auch von der Straße weg bist, weil dann fallen dir nicht irgendwelche Dummheiten ein, die sich dann im Endeffekt noch wirklich rächen. Aber ja, was hat dich an der Dokumentation beeindruckt? Was hat dir gefallen? Ja, beeindruckt ist jetzt ein sehr großes Wort. So richtig beeindruckt bin ich leider nicht. Das kann ich ganz offen sagen schon. Mir fehlt ein bisschen die Einführung und mir war anfangs auch nicht klar, dass wir uns hier schon sehr lokal bewegen, was diese Dokumentation angeht. Sie beleuchtet halt den Raum Mannheim maßgeblich und da habe ich halt, ich habe da keine Affinität zu und ich habe da auch keine Connection irgendwie finden können. Von der Revolte selber habe ich nichts mitbekommen. Bei uns auf dem Lande, kann man sagen, gab es halt irgendwann das Jugendzentrum und das war frei von jeglichen Slogans. Ich finde sehr gut, hast du gerade selber schon gesagt, das Archivmaterial finde ich sehr toll. Da gibt es tolle Sachen zu sehen. Da alte Sitzungsvideos, maßgeblich aber auch halt eben, wie sie damals auf die Straße gegangen sind. Das fand ich schon sehr, sehr schön, gut eingestreut.
Das fand ich echt interessant. Okay, also beeindruckend fand ich, oder finde ich immer noch, ist dieser Zusammenhalt, der am Anfang halt wirklich da war, so in den 70ern, dass sie gemeinsam, wirklich alle gemeinsam auf die Straße sind und gesagt haben, wir brauchen sowas, wir wollen das, wir wollen es jetzt. Und ja, dieser Zusammenhalt, das ist was, ja, wo ich denke, das ist wichtig, das war wichtig, das kommt ja mittlerweile jetzt auch wieder langsam hoch. Und ja, also das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Was mir an der ganzen Sache, und da hast du schon recht, auch nicht gefallen hat, ist, es gibt keine Einführung und es gibt, und das ist die zweite Doku, die ich schon sehe, keine Namenseinblendung. Das heißt, wenn man sich wirklich informieren will und sagen will, ich möchte gern was nachlesen über den und den. Ich meine, man kann auf der Abspann warten, aber dann musst du auch da sitzen und wirklich gucken und aufschreiben und nochmal extra recherchieren. Das ist so schade, dass da nicht noch wirklich was eingeworfen wird, wo man sich entlanghangeln kann. Ja, also genauso geht es mir auch. Ich habe auch erst vor kurzem noch ein, zwei andere Dokus gesehen. Und da habe ich genau dasselbe Problem wie du. Mir fehlt die Einführung. Vielleicht bin ich da auch zu veramerikanisiert, wo es ja oftmals einen Einspieler gibt oder so ein Blackscreen mit ein bisschen Text. Wir sehen jetzt das, das hat dazu geführt und so. Das hat mir schon sehr gefehlt. Wir führen hier Interviews mit 4, 5 wichtigen Figuren der Szene, die ich allesamt nicht kenne. Der Zusammenhang erschließt sich dann einem erst wirklich sehr spät, wie ich finde. Auch, dass zum Beispiel einer der Protagonisten, mit denen du da redest, wirklich quasi der Szenenbegründer war oder sowas, das geht so ein bisschen unter. Das hat mir auch echt gefehlt, das muss ich sagen. Und später nach, also die erste Stunde des Films sehen wir auch nur diese 4, 5 Menschen. Später kommen dann noch ein paar andere dazu, die genauso wenig eingeführt werden. Warum redet der jetzt groß mit uns? Da steht dann unten drunter, glaube ich, einmal ehemaliger Jutz-Besucher. Das könnte jeder sein. Ja, das hat mich tatsächlich auch wirklich gestört, muss ich sagen. Ja, das ist sehr schade. Also ich brauche das, weil ich bei so Dokumentationen auch gerne mal wieder nochmal ein bisschen nachlese und mich nochmal ein bisschen weiter halt informiere. Aber wenn ich dann halt wirklich auf den Abspann warten muss und dann Namen rausschreiben und dann auch nochmal gucken und das finde ich ein bisschen schade. Was natürlich auch wieder sagt, ja, es ist halt die künstlerische Freiheit, wir nehmen dich nicht an die Hand und führen dich dadurch die ganze Dokumentation, sondern du kannst dir da selber deine Eindrücke machen, aber ja, so ein paar Daten hätte ich halt gern. Damit arbeite ich am liebsten. Gut, okay, die 80er Jahre, dann haben wir ja die zweite Jugendrevolte gehabt mit Hausbesetzern und den Punks. Da war es im Endeffekt ja im Grund genommen, also was heißt im Endeffekt, im Grund genommen ja selbe. Wenn sie da Häuser besetzt haben, ist es ja nichts anderes als ein großer Jugendclub gewesen mit Selbstverwaltung. Ja. Ja, gut. Die 90er hätten wir da noch, die werden da noch ganz interessant, weil dann auch das Thema Flüchtlinge wieder aufkommt. 91, die große Demo, die dann auch in der Dokumentation gezeigt wird, wo es nach den Anschlägen von Hoyerswerda auch zu einem Zusammenstoß in der Mannheimer Innenstadt gekommen ist. Wo ich übrigens dabei war ja. Und auch mitgerannt bin. Also es war damals so, dass wir mit Bekannten dort waren und es vorher auch schon, also am Anfang relativ friedlich war und es dann irgendwann nähe Wasserturm dann etwas, ja, doch kröpper wurde und dann der Bekannte von mir gemeint hat, renn. Ja. Da muss ich sagen, da hatte ich die Buchse auch wirklich voll, weil die Polizisten da auch ziemlich gnadenlos reinmarschiert sind. Ja, das Jutz haben sie ja dann aus der Innenstadt verlegt, ein bisschen an den Rand von Mannheim. Ich war auch einmal im Jutz, aber es war schon ziemlich verrufen. Also da hieß es schon, was wirklich, du willst da hingehen? Naja, ich weiß nicht. Ich war nur einmal dort, habe mir das angeguckt. Ja, ich fand nicht, dass es wirklich verrufen war. Und die Leute waren auch ganz nett. Aber wie gesagt, ich kann mir da keine großartige Meinung bilden, weil wenn ich einmal dort war, das ist ja auch nur ein Kurzbesuch gewesen. Wann war das ungefähr? Hast du das noch drauf? Ja, das war 90, zwischen 90 und 91. 90 haben sie es Nee, 92 müsste es, glaube ich, müsste es gewesen sein, weil 90 wurde ja dann das Jutz von der Mannheimer Innenstadt verlegt, weil das den Behörden und der Polizei einfach auch weiterhin ein Dorn im Auge war. Die wollten das dann lieber an den Rand von Mannheim drängen, was sie ja dann auch geschafft haben.
Ja, und siehst du, wenn und gut besucht. Wenn du das jetzt so zusammenfasst zum Beispiel, ja, dann klingt das wirklich auch nach, Mensch, das ist eine interessante Geschichte. Da haben also irgendwie die Leute sich zusammengetan, wir haben diese Bewegung gestartet. Wir möchten die Kids von der Straße holen. Wir wollen, dass sie ohne konsumieren zu müssen. Das war ja noch so ein wichtiger Punkt. Denn genau. Sonst, wo man sich hätte treffen können, musste man konsumieren. Wir wollen halt was anbieten. Du warst selber da, dann gab's Trouble, dann wurde das Ding zugemacht oder verlegt und dann später zugemacht. Das alles zusammen ist im Grunde die Geschichte, die wir hier sehen wollen und die man gut hätte erzählen können. Und dafür hätte man 45 Minuten gebraucht. Mit einem kleinen Einspieler vorher und mit einem Ausspieler sowas wie, wo stehen wir heute? Und dann wäre das Ding kompakt, knackig und gut gewesen. So haben wir leider alles das, was du gerade gesagt hast, was spannend klingt, in 102 Minuten für mich zu lang gestreckt. Zu wenig Interaktion für mich möglich mit den Charakteren, sagst du selber auch. Da du gar nicht weißt, mit wem du da zuhörst, baust du keine Affinität irgendwie auf. Und wenn du in der ganzen Szene, so wie ich zum Beispiel, überhaupt nicht drum, ich war in meinem Lebtag da nicht und werde ich auch nie hinkommen. Und meine Erfahrung beim Jugendzentrum ist eine komplett andere, weil ich eben auf dem Land war. Sicherlich war diese Stadtbewegung auch maßgeblich dafür, dass überhaupt in ländlichen Gegenden darüber nachgedacht wurde. Aber eher, weil hier eher mehr Langeweile herrschte, als dass wir eine Gefahr der Stadt hatten, wenn du verstehst, was ich sagen will. Ja? Ja. Wir haben hier keine Drogenszene gehabt oder Gangs oder solche Geschichten, sondern einfach nur, hier war die schiere Langeweile. Wir Kids haben uns früher auf dem Marktplatz getroffen und da haben wir den ganzen Tag verbracht, bis dann das Jugendzentrum irgendwann aufgemacht wurde und dann waren wir da. Und wie gesagt, von der Grundgeschichte her finde ich es gut. Mir geht das in diesem langen Kontext von 102 Minuten einfach echt ab. Also ich bin wirklich nach der ersten Stunde fing bei mir die Langeweile an. Ja, okay. Ja, das ist halt wirklich dadurch, dass es halt, Mannheim liegt ja nur 3, 4, 5 Kilometer von uns weg. Das ist ja mit Straßenbahn und Auto und allem drum und dran super zu erreichen. Dass ich da einen ganz anderen Bezug dazu habe, ist klar. Also ich fand es spannend, mir hat es gefallen. Wie gesagt, halt die fehlenden Einblendungen ist das, was mich so etwas gestört hat. Ansonsten, ja, wo ich mich alles noch gefragt habe, ist, in den Jugendzentren gab es da auch Normalos? Also welche, die sich jetzt nicht zwanghaft politisch engagiert haben, sondern einfach hin sind, um jetzt Musik zu machen oder sonst was, das sieht man halt irgendwie nicht. Es wird immer nur in eine Ecke gedrängt. Ja, stimmt. Also da stimme ich dir zu. Das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich habe. Was ich mir gewünscht hätte, wäre tatsächlich der vergleichende Blick aus, hier ist ein Jugendzentrum richtig in der Stadt, Mannheim, eins vielleicht aus Krise Berlin. Ja, es wird auch nur so angetriggert irgendwie. Und dann noch ein, zwei Land. Wo liegen die Unterschiede? Gibt es Programm? Das weiß ich gar nicht. Bei uns gab es immer ein Programm. Montag bis Freitag gibt es immer noch. Die Webseite ist noch offen. Ja, gibt es immer wirklich von der Eröffnung vormittags bis abends, 21 Uhr haben die auf. Im Stundentakt wird dir was geboten, dass du weißt, was passiert, wenn ich da hingehe. Und wir haben sehr viele Bands gehabt, die tatsächlich in den verschiedenen Jugendzentren in unserem Landkreis angefangen haben, Musik zu machen und dann halt, klar, Lokalkolorit, bei Festivals oder sowas aufgetreten sind. Die hatten also die Möglichkeit, das da zu machen. Wir hatten einen Proberaum und politisch engagiert, ganz ehrlich, war bei uns im Jugendzentrum keiner. Also außer, dass natürlich die Führung, die das übrigens immer noch heute macht, dieselbe Führung, die das gemacht hat, als ich damals da war, also Shoutout an Wolfgang, der ist immer noch vor Ort, ist im Geiste linksliberal auf jeden Fall. Aber es wird einem da nicht mit dem Hammer eingetrichtert. Und ja, wir haben auch die Thematik Nazis gehabt, die wir nicht reinlassen. Und Integration war auch ein Riesenthema, aber alles auf einem sanften Niveau, sage ich jetzt mal, ja. Also keine Revolution bei uns. Mhm. Nee, das ist das, wo ich gedacht habe, da hätte man vielleicht auch mal noch einen anderen Blickwinkel gehabt. Aber gut. Ja, dann kommen wir zur Bewertung. Ja, was möchtest du vergeben? Von 0 bis 5 langhaarigen Haschern. Wie viel gibst du? Ich kann wirklich nur 2 geben, 2 von 5. Ist
und das ist, ich habe es schon erklärt, alles hätte kompakter sein dürfen. Ohne Einführung fühle ich mich da einfach alleingelassen. Und ich finde, man hat hier ein Thema ein bisschen verschenkt. Okay, hast du vielleicht noch eine Alternative für die Zuhörer, wo sie sagen, ach, wo du sagst, da guckt euch lieber diese Dokumentation an? Tatsächlich nicht. Und ich glaube auch, dass die hier die erste, wenn nicht eine der, also der eine der ersten, wenn nicht sogar die erste ist, die sich diesem Thema so annimmt. Und ich habe da leider keinen Plan B. Okay. Bei mir sind's 4 langhaarige Hascher. Normalerweise, also wären es 3, aber dadurch durch die Nähe und durch die Bilder und durch die Erinnerung, die dann wieder aufkam, hat es für mich nochmal einen kleinen Bonus gegeben. Es sind dieselben Kritikpunkte, die auch der Mo anbringt, ein bisschen an die Hand genommen, weil wenn man sich in der Szene nicht wirklich auskennt, ist man dann auch verloren und ein bisschen alleingelassen, was schade ist, weil es ein sehr interessantes Thema ist. Ja, da bin ich ganz bei dir. Gut. Mit halt bloß der kleine Bonus dazu. Gut, von meiner Seite wär's das. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, ich danke euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ahoi. Tschüss.